An ihrem Gesicht und den Bewegungen können es Basketball-Experten erkennen. Die 25-jährige Laura Stockton ist die Tochter von NBA-Legende John Stockton. Er spielte mehr als 1500 Spiele in der besten Basketballliga der Welt, der NBA, für die Utah Jazz und hält bis heute den Rekord für die meisten Korbvorlagen. Seine Tochter dribbelt seit dem Sommer für die Hannover Luchse in der Basketball-Bundesliga. Papa John war deshalb schon zu Besuch in der Landeshauptstadt und gibt ihr jede Menge Tipps. Ich probiere davon, so viel wie möglich aufzunehmen. In unserer Familie klappt das auch sehr gut, dass niemand dem anderen seine Ratschläge aufzwängt. Aber sie sind alle bereit, einem Tipps zu geben. Ich frage auch immer und frage meinen Vater und meine Brüder auch immer jede Menge. Und da lernen wir immer alle voneinander. Die Hannover Luchse sind Teil des Turnclub zu Hannover. Der Verein wurde bereits 1858 gegründet und hat momentan etwa 7000 Mitglieder. Die Basketballsparte gibt es seit 49 Jahren. Etwa 400 große und kleine Korbjäger sind hier im Einsatz, sowie bei den ganz kleinen Mädchen der U10. Ich mag einfach am Basketball daran, dass es ein großer Teamsport ist. Man hat einfach ganz doll Spaß daran. Man rennt da sehr viel und ich möchte mich halt öfter auch austoben, weil wir in der Schule dann auf dem Pausenhof haben wir auch oft nicht so lange Pausen. Und weil es mir auch einfach Spaß macht, oft so mit Ball so etwas zu spielen. Trainerin Dorothea Richter-Horstmann will den kleinen Nachwuchsluchsen dabei vor allem die Freude am Spiel vermitteln. Die Bunten versuchen gleich alle, die Gelben zu fangen, ja, abzutippen. Damit bei den kurzen Armen und hohen Körben nicht allzu viel Frust aufkommt, steht das Körbewerfen für die Mini-Basketballerinnen gar nicht so sehr im Fokus. Am Ende macht man ganz viele Spielformen mit Dribbeln, mit Passen, mit kleinen Spielen, wo immer mal der Korb dabei ist, aber nicht der Fokus. Obwohl natürlich am Ende, wie beim Fußball auch oder beim Handball, das Tor oder der Korb sicherlich das Ziel ist. Aber es ist so viel anderes beim Basketball, deshalb ist es kein Problem, den Korb einfach mal wegzulassen. Und die Hoffnung des Vereins ist, dass die Nachwuchsspielerinnen später in der Profimannschaft Körbe erzielen. Wir merken vor allem, dass natürlich durch diese Profimannschaft oder die Mannschaft der Damen, die auch erfolgreich ist, dass einfach viele Jugendspieler reinkommen, dass es präsent ist in Hannover und wir dadurch einfach ganz viel Aufmerksamkeit haben. Und diese Aufmerksamkeit nutzt Profi Laura Stockton wiederum, um dem Nachwuchs auf die Sprünge zu helfen. Sie hat mit den Hannover Luchsen große Ziele. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig und deshalb will ich auf jeden Fall eine Meisterschaft gewinnen. Und ich würde das gerne mit Hannover erreichen. Wir haben ein großartiges Team dieses Jahr. Obwohl wir uns umstrukturiert haben, haben wir eine gute Mannschaft und eine gute Trainerin. Und bestimmt kommt ihr berühmter Papa John dann zur Meisterfeier wieder nach Hannover. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.